die vergangene Saison in der Easy Credit Basketball Bundesliga konnte der Centenix MBC gerade noch durch einen Sieg am letzten Spieltag gegen die Merlins aus Crailsheim als 16. abschließen. Damit bleibt Weißenfels auch in der kommenden Saison erstklassig im Basketball. Mit einem öffentlichen Training in der Stadthalle zeigten sich die neuen Wölfe erstmals vereint ihren Fans. 13 Spieler umfasst derzeit der Kader für den Start in die neue Ligasaison, der Ende September stattfindet. Für die 14. Position wird gerade noch ein weiterer Spieler gesucht. Erfreulich, dass es dem Vereinsmanagement gelungen ist, 8 Spieler aus der Vorsaison an den Verein zu binden. Darunter klangvolle Namen wie Kostja Muschidi, John Bryant, Martin Bräunig, Charles Callison, Stefan Jelks oder Ralf Unu. Damit kann der neue Headcoach Petra Krunic schon einmal auf Erfahrung im Team aufbauen. Der Serbe ist nach 2015-2016 zurück an der Saale. Wie fühlt sich das an, Coach Krunic? Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich wieder hier bin und dass wir können arbeiten und machen eine gute Vorbereitung für die Saison. Heute war das erste öffentliche Training. 2015-16 haben Sie ja schon Ihre Spuren im Wolfsbau hinterlassen. Wenn Sie heute auf die Mannschaft schauen, wir haben 8 Spieler aus der letzten Saison. Das hat es beim MBC nicht so oft gegeben. Meistens wurde die ganze Mannschaft einmal umgedreht. Sehen Sie es als Vorteil oder sagen Sie, oh, passt schon so, dass Sie da dieses Jahr richtig angreifen können? Ich denke, es war sehr, sehr gut, dass wir hier diese Training zusammen mit unseren Fans haben. Das ist die erste Kommunikation zwischen Spielern und Fans. Ich denke, war sehr, sehr positiv, sehr, sehr gut. Ist immer gut zu haben, Kontinuität in der Mannschaft. Wir probieren zu machen ein Team, das kann zusammenspielen, gut spielen. Das gibt es Leute von der letzten Saison, ein paar neue Leute. Wir haben noch Leute zu unsere Roster zu fertig machen, aber ich denke, dass die Mannschaft bis jetzt gezeigt eine gute Energie, eine gute Kraft, gute Will zu trainieren, zu gewinnen und wir gehen Schritt bei Schritt und ich denke, dass wir kommen bereit in Saison. Dass der 55-Jährige wieder erfolgreich beim Centenix MBC sein möchte, zeigte bereits die erste knapp 2-stündige Trainingseinheit. Nach dem Aufwärmen startete ein Shootout und im Anschluss ließ das Trainerteam die Spieler gleich mal in 2 Teams aufgeteilt gegeneinander spielen. Noch längere Zeit am Spielfeldrand Martin Bräunig und Charles Callison, die noch an Verletzungen laborieren. Begrüßt und informiert durch die Stimme des Wolfsbaus, Hallensprecher Matthias Voss, wurden die Fans mit den neuen Spielern und Teambetreuern vertraut gemacht. Wir trafen auf der Tribüne den Fansprecher der Fangruppierung Das Rudel, Christian Meusel. Mit welcher Erwartungshaltung gehen die Fans in die neue Saison? Als erstes hofft man natürlich als Fan, dass es in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben geht als letzte Saison. Wer sich erinnern kann, der weiß, dass es bis zum letzten Spieltag knapp war und wir durch Glück am letzten Spieltag den Klassenerhalt durch den Sieg gegen Crailsheim geschafft haben. Ich hoffe einfach, dass durch die vielen Weiterverpflichtungen, die wir in dieser Preseason haben, der Kader ein Stück weit schneller zusammenfindet und dass man dann vielleicht auch schon zum Saisonbeginn den einen oder anderen Großen ärgern kann, der sich vielleicht noch nicht so gefunden hat und dadurch vielleicht ein paar mehr Siege rauskommen als letzte Saison. Also letzte Saison waren wir ja Platz 16, also wenn man schon mal tendenziell so Richtung Platz 12 schielen könnte, das wäre schon als Weißenfelser Fan hier sehr in Ordnung. Ein wichtiger Faktor nicht nur bei Heimspielen ist eine funktionierende Fanbase auf den Tribünen. Was planen das Rudel und die Alpha-Wölfe in der neuen Saison? Wir haben als Rudel tatsächlich jetzt eine Mitgliederoffensive gestartet, um vor allen Dingen auch junge Leute anzusprechen, die sozusagen sich für uns engagieren. Wir haben mit einigen Sponsoren im Hintergrund jetzt sprechen können, die uns Gelder zugesagt haben, wodurch wir jetzt auch einige Aktionen schon vorbereitet haben, auch für den ersten Spieltag. Aber das soll jetzt noch so ein bisschen ein Geheimnis bleiben. Wir wollen das Ganze auch zusammen mit den Alpha-Wölfen machen. Das heißt, hier gibt es auch eine Kooperation der beiden Fanclubs.
Und zusammen mit Tobias Schlegel von Alpha Wölfen sind wir auch gerade dabei, die Auswärtsfahrten wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Unter anderem haben wir vor, mit großen Bussen nach Chemnitz zu fahren, um sozusagen dieses Derby mit möglichst vielen Fans erleben zu können. Auf dem Parkett konnten die Zuschauer auch einen ersten intensiven Blick auf die neuen Spieler im Wolfsrudel werfen. Neben Spielern aus der zweiten Basketball-Bundesliga sticht der norwegische Nationalspieler Chris Ebu Ndou hervor. Der Small Forward kommt vom niederländischen Rekordmeister Den Bosch. Aufmerksamer Beobachter am Spielfeldrand der Geschäftsführer des Saint-Tenix MBC, Martin Geisler. Wie stellt sich für ihn der Ausblick auf die neue Saison dar? Es wird eine Saison mit einer Mannschaft, die relativ zusammengeblieben ist, wo es aber zuerst darum gehen muss, in der Liga zu bleiben. Und da freuen wir uns drauf. Im letzten Jahr haben wir ja so gerade knapp die Kurve bekommen. Was wird für dieses Jahr als Zielstellung ausgerufen? Ich glaube, die letzte Saison muss eine Lehre für uns sein, dass wir nicht zu selbstbewusst sein sollten. Ja, klar, wir sind jetzt 18 Jahre in der ersten Liga, aber trotzdem, für den MBC muss es immer darum gehen, in der Liga zu bleiben. Und wenn wir zwischendurch glauben, bevor es soweit ist, ist schon das Ziel erreicht, dann haben wir einen großen Fehler gemacht und das hat die letzte Saison gelehrt. Dieses Jahr sind ja 8 Spieler aus der Vorsaison noch mit dabei. Wie groß ist dieser Vorteil einzuschätzen? In den vergangenen Jahren hat ja doch immer so ziemlich die ganze Mannschaft gewechselt. Ja, das ist schon außergewöhnlich, dass beim MBC-Verein, dass diese Leistungsträger geblieben sind. Mit Callison, mit Bräunig, mit Brian, Moschidi. Alles Spieler, die auch, sag ich mal, bei vielen anderen BBL-Clubs eine gute Rolle spielen könnten. Und das würde uns einen großen Vorteil geben für das Thema Mannschaftschemie. Wird den jungen Spielern helfen, die neu dazugekommen sind. Wir haben ja trotzdem auch ein paar Spieler, die noch nie auf dem Level gespielt haben. Und da ist so eine Basis von Spielern, die hier schon gespielt haben, sehr, sehr gut. Auch an der Seitenlinie gibt es was Neues. Mit Petra Krunic kommt ein Coach zurück, der 2015-16 hier schon mal im Wolfsbau gecoacht hat. Wie schätzen Sie die Leistung von Petra Krunic ein? Ja, der Kontakt zueinander ist nie abgerissen. Ich glaube auch, dass Pretrag damals einen sehr guten Job gemacht hat. Wir sind ja am Ende nur wegen einem direkten Vergleich abgestiegen. Wir haben damals Bayern München geschlagen. Wir haben einen tollen Turnaround geschafft, zwischendurch auch auf dem Nicht-Abstiegsplatz gewesen, nachdem wir ja eigentlich schon weit abgeschlagen waren, als Pretrag gekommen ist. Und deshalb glaube ich, der Abstieg ist nicht an ihm festzumachen. Dann haben sich die Wege ein bisschen getrennt. Und ich glaube, Pretrag ist ein Trainer, der in der BBL hohe Anerkennung hat, der in Weißenfels weiter hoch anerkannt ist, der super beliebt ist, der schon in den ersten Tagen hier auch gezeigt hat, dass er die Spieler einfangen kann. Aber auf der anderen Seite eben auch ein richtiger Fachmann und wie man es vielleicht heute auch gesehen hat, ein Trainer, der trotzdem auch sehr, sehr hart sein kann. Gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die neue Bundesliga-Saison in Weißenfels. Am 29. September geht es für die Wölfe gleich mal zum Auswärtsspiel beim FC Bayern München Basketball. Erstmals in der Stadthalle können alle Fans am 1. Oktober ihren Idolen zujubeln. Dann kommen die Basketball-Löwen Braunschweig zum ersten Heimspiel in die Stadthalle.